Wie lassen sich Gegensätze zusammenbringen? Zum Beispiel der von Schiene und Straße. Meistens ja überhaupt nicht. 1930 aber ist es perfekt gelungen. Der erste Autoreisezug ist auf die Strecke gegangen. Wir werfen einen Blick zurück auf 75 Jahre Geschichte. Für die Beförderung von Kraftwagen wurden schnell laufende Sonderfahrzeuge ausgebildet, die ein bequemes und schnelles Verladen ermöglichen. Gerade einmal 420.000 Autos fuhren auf den deutschen Straßen, als der Autoreisezug ins Leben gerufen wurde. Der Zweite Weltkrieg brachte das vorläufige Ende. Doch mit dem westdeutschen Wirtschaftswunder kam die Neuauflage. Dann ist es weitergegangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1956 haben wir dann mit speziellen Autoreisezügen weitergemacht. Und diese Tradition haben wir jetzt seit fast 50 Jahren fortgesetzt. Es gibt eine Menge Leute, die fahren per Bahn und nehmen ihr Auto als Handgepäck mit, gewissermaßen. Der Service Auto im Reisezug mit dem völlig neuen Fahrgefühl für Auto wie Chauffeur erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Ein willkommener Anlass für die Bahn, das Angebot laufend zu erweitern. Die letzte Saison zählte 120.000 Pkw und weit mehr als eine Viertelmillion Reisende. Autoreisen in einer Fahrzeugschlange ist so gesehen mal ein Vergnügen. Die Bedienung ist an Bord, das Bier schon kaltgestellt. Wo wären da noch Wünsche? Und wenn es Nacht wird, auf den Schienen? Bitteschön. Ein Hotelzimmer steht im Mittelpunkt des Service. Alles inklusive. Wortgetreu dem Slogan, Ihr Auto fährt, Sie schlafen. So viel zur Geschichte. Heute reisen rund 170.000 Deutsche pro Jahr mit dem Autoreisezug. Immer noch eine exklusive Angelegenheit? Oder ist die Huckepackfahrt für Familien inzwischen auch ein gutes Angebot? Das Auto ist auf dem Transportwagen platziert. Der Streit der Kinder auf der Rückbank ist ausgeblieben. Stattdessen Aufwachen im Schlafabteil. Die meisten Fahrten mit dem Autoreisezug gehen über Nacht. Buchbar ist ein Ruhesessel, ein Liegewagen oder ein Schlafabteil. Einen wunderschönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Herr Döge, wir würden gerne frühstücken und brauchen Hilfe beim Umbau. Im Preis ist ein Frühstück mit drin. Ist es immer noch ein Luxusservice für Besserverdienende oder kann sich heute auch eine Durchschnittsfamilie eine solche Fahrt in den Urlaub leisten? Nein, es ist nicht nur was für reiche Leute. Wir bieten ja auch jetzt Last-Minute-Preise an. Das heißt, wer 6 Tage vorher bucht, spart 25% des Normalpreises. Das ist natürlich eine Restplatzvermarktung. Aber ich denke, die anderen Faktoren wie stressfrei und unfallfrei sprechen auch für sich. Wir vergleichen. Eine Familie mit 2 Kindern will von Magdeburg nach Narbonne in Südfrankreich reisen. Eine Strecke von 1500 Kilometern. Ihr Auto ein Mittelklasse-Kombi. Für den Selbstfahrer berechnen wir die Kosten für Sprit und Verschleiß nach der ADAC-Tabelle. Für die einfache Strecke entstehen so Fahrtkosten von 525 Euro. Hinzu kommen die Mautgebühren. Eine Übernachtung und eine kleine Mahlzeit. Das macht zusammen 682 Euro. Die Fahrt nach Narbonne mit dem Autoreisezug in der Hauptsaison. Die Autofahrt von Magdeburg nach Berlin kostet 42 Euro, der Transport des Autos 264, der Liegewagen 381 Euro. Ein Frühstück ist inklusive, macht zusammen 687 Euro. Die Mehrkosten gegenüber dem Selbstfahrer gerade einmal 5 Euro. In der Nebensaison ein anderes Bild. Da sind Autotransport und Liegewagen preiswerter. Die Gesamtkosten betragen 539 Euro. Der Autoreisezug ist dann 143 Euro günstiger als die Fahrt über die Autobahn. Schnellbucher sparen noch mehr. Sie zahlen nur 9,90 Euro für den Autotransport. Das bringt ein großes Plus gegenüber dem Selbstfahrer. Insgesamt 337,10 Euro. Wer sich also frühzeitig um die limitierten Schnellbucherplätze bemüht, kann eine Menge sparen. Und auch ohne Rabatte ist der Autoreisezug für viele eine Alternative, denn es zählen auch andere Argumente. 1000 Kilometer ist mir ein bisschen viel auf einen Sitz. Darum ist es viel bequemer hier. Und man kann so wunderbar schlafen und ist ausgeruht dann in Villach. Doch von wo startet ein Autoreisezug? Der nächstgelegene Terminal in Ostdeutschland ist Berlin-Wannsee. Die Karte zeigt, Mitteldeutschland ist ein weißer Fleck. Es gibt keinen einzigen Bahnhof, an dem Autoreisezüge angeboten werden.
Wir haben natürlich im Moment das Angebot über Berlin und wir haben an der Ostseeküste natürlich Terminals. Also von daher so ganz aus Ostdeutschland haben wir uns natürlich nicht zurückgezogen. Aber es ist im Moment wirklich so, dass die Umfragewerte erahnen lassen, dass wir einfach ein Problem hätten, wenn wir ein Terminal in Mitteldeutschland aufmachen, sei es jetzt Leipzig, Halle oder sonst wo. Eine Kundenbefragung der Bahn hat ergeben, dass in den neuen Ländern wenig Interesse an Autoreisezügen besteht. Für die nächsten 15 Jahre ist jedenfalls keine Investition in Mitteldeutschland geplant. Zwar bieten die Autoreisezüge inzwischen zeitgemäße Vergünstigungen, doch die Region bleibt abgehängt.